Hallo und herzlich willkommen zurück zu Farmers Dynasty. Guten Abend und hallo und herzlich willkommen hier beim verrückten Scary Ferry. Aus unerwägten Gründen musste ich die Grafik ganz runterschrauben, weil es hat nur geruckelt. Das hat sie letzten Male nicht. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich werde es wahrscheinlich jetzt auch in den nächsten 20 Minuten nicht rausfinden. Wir haben heute Folgendes vor. Da das ja schön da läuft mit dem Geld, wollte ich mich mal umgucken, was es so beim Fahrzeughändler alles gibt. Dafür gehen wir erstmal zur Bushaltestelle, weil ich wollte jetzt nicht unbedingt mit dem Auto hingurken. Ja. So, wir gucken mal. Bushaltestelle, Fahrzeughändler. Also hier unten. Die Bushaltestelle an der Straße. Gibt es eigentlich noch einen anderen? Ja, es gibt sogar noch einen anderen. Wir gucken uns aber erstmal den an. Was ist da los? Jetzt Kürbissuppe. Habe ich nicht. Ist eigentlich der Fifi wieder hier? Dann kaufe ich ihm nämlich noch eine Bratwurst. Nein. Nicht. Ist nicht hier. The dog is not here. So, jetzt das war, hab ich gesagt, die, ne? War das die? War sie das? Man weiß es nicht. Sieht aber gut aus. Also ich kann jetzt hier dran gehen und das einfach kaufen. Kann ich mir nicht. Okay. Ich weiß ja gar nicht, was das alles ist. Der kostet 100. Kaufen, Sozialpunkte. Du kannst den vollen Verkaufspreis zahlen oder du verwendest deine Sozialpunkte. Okay, das ist aber ganz schön teuer. Okay, wir gucken uns mal den anderen Händler an. Der ist genau wo, das müssen wir uns ja merken. Von dem Berg weg die Dings. Von dem Berg weg die Dings. Berg, wo war er denn jetzt? Hier. Ja, das sieht doch schon ein bisschen besser aus. Zumindest steht hier mehr. Ich weiß gar nicht, was das alles ist. Zum Beispiel, was ist das? Was ist das? Mehrwert. Achso. Das ist ein Anhänger, ja, ist mir klar. Gruber. Was kostet denn hier der Kleine? Er kostet schon 79.000. Krasse Sache, wir haben gerade mal 9.000. Ich glaube, das wird keiner. Schade. Aber vielleicht können wir uns ja Kühe kaufen und sowas. Wo ist der Laden denn? Agrarmarkt, hier kannst du deine Ernte verkaufen. Ja, das gab doch auch ein Agrarfachgeschäft. Da müssen wir einfach gegenüber die nehmen. Agrarfachgeschäft, wir sind da und da wollen wir hin.
Wollen wir ein bisschen gucken, dass wir vielleicht mal hier irgendwie ein bisschen was so, weiß ich nicht, Kühe oder so, keine Ahnung. Uff da, uff da da. Tiere und Dünger, Treibhausprodukte, Hühner, Kühe, Enten, Gänse, Hahn, Tauben. Eine Katze. Wir kaufen auf jeden Fall erstmal eine Katze. Kuhfutter. Dann kaufen wir 8 Kühe. Nein. 3. Kaufen 3 Kühe. Endlich weißt du nicht, wofür die sind. So, kaufen wir schon mal. Und dann gucken wir mal. Samen. Lupin, Soja, Erbsen, Raps. Okay, brauchen wir erstmal ein bisschen Weizen vielleicht noch. So, jetzt waren 1000. Okay. So. Okay. Dann wollen wir mal wieder nach Hause. Also für einen neuen Traktor und so brauchen wir ganz schön viel Geld. Schon ziemlich krass. Hier ruckelt das so. Ich frag mich, warum. Was das für ein Scheiß ist. Hier müssen ja jetzt Kühe drin stehen. Ja, 3 Stück. 3 Stück Kühe. Hallo Kuh. Im Haus müsste ja eine Katze rumrennen. Keine Katze. Mietz, 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 Mietz. So, der ist jetzt anscheinend fertig da. Da muss das jetzt geflügt und kultiviert werden. Was macht er da eigentlich gerade? Dumm. Stimmt, dumm, dumm, dumm. Wir machen hier nichts selber. Hier ist zum Ernten des. Ja, aber der ist so weg. Der hat vor allem was vergessen da. Er hat den Busch vergessen. Zwar nicht viel, aber er hat es vergessen. Das mit den Heuballen nervt mich allerdings. Vor allem, dass man die nicht ordentlich lagern kann. Sondern hier so. Fup. Fragen wir noch, was das ist. Irgendwas kann ich damit abernten, auf jeden Fall. Da fährt er. Oder steht. Warum steht er denn jetzt da? Komische Sache. Bisschen so meine Katze beobachten, die ihr Blödsinn macht. Ich hole mir jetzt meinen Anhänger da raus und dann sammle ich hier die Heuballen da ein. Das sieht ja schon dämlich aus auf dem Feld, so die Heuballen. Ich würde trotzdem gerne wissen, was das ist. Wieso es hier drin steht. Für was?
komme gar nicht wieder raus. Ich weiß, wofür das ist. Vielleicht einfach du während das Chor mit dem Mehrwert verlierst. Ich ernte gar nichts, ich mähe den Rasen. Aber wir mähen das jetzt da weg. Tack, 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 tack. Das war anscheinend eh nicht richtig, aber ist egal. Kann man hier auch die Strohballen einfach irgendwie kaputt machen oder so? Nein. Kann man nicht. Frage ist beantwortet. Ich weiß trotzdem nicht, wofür es dann ist. So, wir holen uns jetzt erstmal unseren Anhänger. Damit wir die Heuballen mal alle einsammeln können, die hier noch rumfliegen. Wir können die ja einfach so in eine Garage stellen. Das ist ja nicht so schlimm. So, los geht's. Oder auch nicht. Warum kann ich die nicht aufheben? Hä? Den kann ich aufheben. Warum die nicht? Muss ich jetzt nicht verstehen, oder? Komisch. Ich hoffe, euch geht's gut. Da lagen gerade auf einmal 10 Ballen nebeneinander, so irgendwie gefühlt. Leute, habt ihr es gesehen? Der eine Ball ist verschwunden. Vielleicht verschwinden die auch nach einer Zeit. Ich weiß das ja nicht. Oder die ploppen einfach nur durch die Gegend, kann höher sein. Der eine ist doch gerade verschwunden, oder? Zumindest auch zu viel und her drin hier. Vor allem müssen wir da vorne die ganzen Dinger noch einsammeln. Die habe ich ja so schön beiseite geschafft. Das ist wie ihr Tetris spielen. Ups. Weiter geht's, mehr Heuballen einsammeln.
Das ist ein mysteriöser Heuballen gewesen. Können wir da noch lagern? Ist auch einer? Also die kann ich nicht aufheben. Und wenn ich drüber fahre, schlucken sie einfach beiseite. Komische Sache. Aber wir stellen das jetzt einfach hier drin ab und gut ist. So. Ruhe ist. Jetzt wollen wir mal gucken. Verflügen. Auf der anderen Seite können wir da noch irgendwas machen. Zu verkaufen? Nein. Nicht verkaufen. Das will ich nicht verkaufen. Zack. Klappe zu auf die Dot. Wir haben hier ja auch noch Korn drin. Wir können das eigentlich mal verkaufen. Er sitzt direkt drauf, ist cool, aber irgendwie passt sich da nicht durch die Dings. Wir müssen ja auch immer noch eine Frau klar machen. So, jetzt nicht. Alter! Jetzt? Wie kriegen wir da Korn rein? Oh. Falsche Seite. Mal full die Ding. Nur? Na gut. So werden auch hier irgendwo was. Weizenpreis 388 pro Tonne an der Mühle. 500. Ja, da fahren wir doch lieber bis da hinten hin. Also ganz ehrlich. Da fahren wir doch lieber. Weil, was soll ich sagen? Ist der denn so lahmarschig? Wir hier lang, nicht dass wir gleich hier feststecken und abgeschleppt werden müssen. Das habe ich noch nie ausprobiert, wo der Hund Sanin schleppt. Ja, morgen muss ich nochmal arbeiten und dann habe ich auch Wochenende. Allerdings habe ich eine Spätschicht, ich muss also bis 17.15 Uhr morgen arbeiten. Naja, kriegen wir auch rum. Heute hatte ich auch eine Spätschicht. Ja. Es war relativ gut zu tun heute. Der Kunden kam mal wieder so spät, dass ich schon angefangen habe, langsam aufzuräumen. Und dann wollten die natürlich auch alles Mögliche haben. Kaffee, Latte, Macchiato, dies und das und auch hier essen. Hat hier natürlich auch noch schön Geschirr und so. Naja, jetzt sind wir auf jeden Fall hier. Wir fahren so vor uns hin. Und sind froh, dass wir den Feierabend genießen können. Von daher, alles gut. Gibt Schlimmeres.
Ich bin immer noch nicht ganz schlüssig, wie ich so eine Frau hier rumkriege. Ob ich die jeden Tag einfach nur anlabern muss oder. Weil Geschenke machen können wir eher nicht. Also noch nicht. Ich hoffe, das schafft er. Sieht ja gefährlich aus. Ich würde mich ja auch über so ein Harvest Moon mal auf dem PC voll freuen. Auch wenn die Grafik dann, weiß ich nicht, nicht so prickelnd ist, aber das wäre so cool. Weil die Entwickler haben das ja schon versucht, hier so ein. Aber Harvest Moon und die Stadt, die wirkt ja doch schon ein bisschen lebendiger als das hier. Ich finde, hier könnte auch so irgendwie Events mal stattfinden oder so. Ich weiß, Time Report ja gibt es für den PC, das ist für mich aber weder ein Harvest Moon noch. Weiß nicht, ich habe es auf der Switch und. Es ist jetzt so nicht der Bringer, finde ich. Es ist nicht schlecht, aber auch nicht so jetzt. Der tollste, was auf dem Markt existiert. Vielleicht nicht lang. So, gleich sind wir da. Hoffentlich lohnt sich das auch. Oh, wir haben wie viele Tonnen haben wir geladen? 3000 mal, also 3 mal 5. Ja, doch. Ganz okay. Schon ein nettes Zümpchen. Ich freue mich ja schon auf einen größeren Trecker, der ist dann wahrscheinlich auch ein bisschen schneller als das hier. Das ist ja so eine Qual auf vier Rädern. Genau, und hier muss man das hier. So. Steht ja noch richtig? Ja. Sehr schön. Ach so. Ich wollte schon sagen. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Aber irgendwann werden wir wohl mal ein bisschen effektiver sein. Und ja. Ein bisschen mehr verdienen. Damit ich weiß, wo ich hin muss. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie unsere Angebetete hieß. Ich hätte noch wüsste. Oh, die Kuh ist weg. Ah, nee, liegt im Gras. Wie ist sie, Sally? Was, Sally? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Aber was heißt Angebetete? Es war einfach nix. Nix. Keine Hand, kein Fuß. Steckte nix dahinter. Ich werde hungrig. Pralinen kann ich nicht selber essen. Scheiße, aber auch.
63% Dank. Das geht ja. Das geht ja. Ich finde das doch gar nicht so teuer, wenn man hier die Helfer einstellt. Deswegen, warum soll ich mir die Mühe machen und das selber machen? Ich die doch einstellen kann und... Ja. Und dann mich um andere Dinge kümmern kann. Da gibt es auch irgendwas zu kaufen, glaube ich, oder? Treibhäuser kann man auch kaufen. Ja, aber es wächst ja hier, wie wir sehen. Es ist immer noch nichts bereit zur Ernte. Also das ist schon echt heftig. Dauert ja ewig. Meine Katze spinnt gerade. Tja, so fahren wir durch die Gegend. Gucken uns die Hügel an. Ja, in der nächsten Folge versuche ich mich dann mal wieder ein bisschen mehr um soziale Dinge zu kümmern. Und ja, gucken wir mal, ob wir das irgendwie mal geregelt kriegen. Oder hier muss es ja noch irgendwie mehr geben als nur das jetzt. Sonst wäre der soziale Aspekt ja total hirnrissig. Ich weiß noch nicht, kommt irgendwann mal wieder ein Update oder bleibt das jetzt so? Ich meine, die könnten ja noch ganz schön viel einbauen, so Events zum Beispiel. Ne, dass man sagt so, oh, guck mal, da ist irgendwie Nachbarschaftsfest oder so, wo sie alle treffen. Wie halt in Stardew Valley oder in, ja, in Harvest Moon. Ach, Entschuldigung. Da gab es ja auch sowas. Ja, renn mich nur vom... Er war jetzt selber schuld. Man darf nicht bremsen. Man soll ja draufhalten. Ich nehme jetzt um und dann kommen die wieder. Komme ich nie im Leben hoch. Mal gucken gleich, wie weit der dem Gruban schon ist. Ich habe ja auch schon mal überlegt, dass ich Minecraft Let's Plays mache, aber ich wüsste nicht, was ich bauen soll. Einfach Holz und der Griechen. Na, fast fertig. Ich hätte aber auch ein paar Sachen vergessen. Sehe ich doch ganz genau. So, da sind wir wieder. Gut, er macht noch schön weiter. Weil, wenn wir uns das mal angucken, so ein Helfer kostet ja eigentlich nichts. Der kostet einmal was und dann war es das. Der kostet einmal 376 Tacken. Die habe ich dann, wir sehen es ja, 10-mal, 12-mal wieder drin. Das heißt, 20-mal. Daher, Zeckenvernichter. Wie soll das Wetter dann werden? Es hat noch nie geregnet hier, muss ich mal so dazu sagen. Es ist ein regenfreies Spiel. So, meine Freunde, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Ich werde mich da noch ein bisschen mehr reinfuchsen in die ganze Materie. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Bis dahin, euer Scary Fairy. Ciao, ciao.